Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Factorio. Schön, dass ihr auch diesmal wieder eingeschaltet habt. Vielleicht hat man es gerade noch in der Einblendung gesehen. Ich habe nochmal ausprobiert, wie man, weil ich das jetzt gleich in der Raffinerie dringend brauchen werde, wie man den Ein- und Ausgang der Flüssigkeiten bei Fabriken drehen kann. Ja, und das ist tatsächlich so, wenn ich hier mal so eine Fabrik baue und das Ganze auf Öl ausladen stelle. Moment. So, jetzt kann ich hier auch sehen, wo das rauskommt. Es ist tatsächlich so, wie ich das, so ähnlich, wie ich das gedacht habe, aber ich hatte hier eine Fabrik drüber gehalten und dann R gedrückt. Das funktioniert aber nicht, sondern was ihr machen müsst, ist, ihr müsst einfach nur den Mauszeiger drüber halten und dann R drücken, ohne dass auf dem Mauszeiger irgendwas platziert ist. Und dann könnt ihr das Ganze rotieren. Das wird also gleich noch sehr praktisch sein. So, ich würde gerne hier das Öl auspacken. Und dann lege ich hier das Ganze, den ganzen Kram noch ein bisschen weiter hier nach Norden, würde ich sagen. Dann kann ich hier meine Auspackungsanlage hinbauen. Und auch hier nehme ich einfach wieder zwei stinknormale blaue Fabriken. Viel mehr braucht man da nicht. Also das ist mehr als schnell genug für alles, was ich hier jemals machen will eigentlich. Dann stelle ich die Fabriken hier gerade auf Öl auspacken. Wie konnte ich das jetzt nochmal machen? Shift-Klick. Genau, Shift-Klicken. Und dann sollen die hier schön in die Mitte ausladen. Das heißt, ich hoffe mal, dass ich die jetzt nicht ein Feld zu weit voneinander entfernt gebaut habe. Ja, doch. Jetzt ist es genau unsymmetrisch. Das ist natürlich scheiße. Eins, zwei, dann lasse ich drei Felder dazwischen frei. Dann ist es nämlich, wenn ich jetzt... Moment, nee, das kann ich auch so machen. Wenn ich das jetzt hier mache, dann kann ich nämlich das Öl genau in der Mitte rausleiten. Und dann ist es halt symmetrisch. Das ist also das Gute an der Sache. So, und dann kommt hier schön die Ölfässer schön hier rein. Brauche ich gleich noch Strom für die ganze Geschichte. Und die leeren Ölfässer kommen dann hier wieder raus. Und hier werde ich jetzt eine ganze Menge Rohre brauchen. Deswegen habe ich mir eben gerade schon mal meine Taschen wieder voll gemacht in der alten Basis. Da bin ich zwischen den Folgen einmal kurz hingefahren. Und ich brauche auch eine ganze Menge von diesen Doppelrohren hier, von diesen Untergrundrohren. Weil das einfach viel praktischer ist. Vor allen Dingen, also mit über die Förderbänder kann man wenigstens noch rüberlaufen. Ja, über die Rohre aber nicht. Und deswegen würde ich es euch immer empfehlen, immer schön diese Untergrundrohre hier zu verlegen. Solange man dann noch weiß, wo was genau rauskommt. Und oder wo was genau drin ist. So, dann geht's hier wieder zurück in das System. Und hier tue ich gerade mal die vollen Fässer kann ich auch genauso gut hier rein tun. Und dann brauche ich hier nur noch den Strom. Und das passt jetzt natürlich, ja doch, wenn ich hier einen hinbaue. So und hier einen so, dann passt es schon. Brauche hier also noch die Lampen dazu. Oh ja, das ist natürlich jetzt blöd, weil ich die Lampen nicht links und rechts bauen kann. Na gut, dann baue ich sie halt oben und unten hin. Gut, da muss dann auch mal ein bisschen drin sein, dass das nicht hundertprozentig symmetrisch ist. So, hier mache ich das Ganze aber am besten rechtwinklig direkt. Und am besten auch so, dass der hier... Ja, nee, das geht leider nicht symmetrisch. Der muss ein Feld versetzt sein, leider. Und dann brauche ich noch ein paar Strommasten wieder. Okay, dann baue ich den hier tatsächlich noch ein Feld weiter nach da. Und jetzt wird hier Öl ausgepackt. So, das Öl wird noch nicht viel ausgepackt, weil jetzt sind nämlich die Rohre voll. Und hier ist jetzt alles an Öl drin, was hier reinpasst. Das heißt, als nächstes muss ich dazu übergehen, dieses Öl auch zu verarbeiten. Und das heißt, ich verarbeite es nicht sofort, sondern das erste, was ich bauen werde, sind ein paar Öltanks, damit ich hier einen kleinen Raum quasi dazwischen habe. Das heißt, das sind einfach nur Flüssigkeitstanks, das sind keine reinen Öltanks. Wie man später sehen wird, da kann man nicht nur auch nicht nur Öl, also Flüssigkeiten drin lagern, die aus Öl gewonnen werden, sondern man kann sogar heißes Wasser darin lagern. Und das Wasser wird auch nicht kalt. Das wird wesentlich später nochmal relevant werden, wenn wir ein bisschen die Kraftwerke anders bauen.
Und zwar bedarfsgerechte Kraftwerksanlagen. Das wird nochmal eine ganz interessante Sache. Aber im Moment geht es jetzt erstmal ums Öl. Und bei diesen Tanks hier, da sieht man, die haben hier tatsächlich so Anschlussstutzen. Und die sind nicht nur zur Deko, sondern die sind tatsächlich relevant für das, was mit diesen Öltanks passiert. Das heißt, ich muss tatsächlich hier das so bauen, dass hier, also nicht so, sondern so, dass hier tatsächlich einer von diesen Stutzen an dem Ölteil dran ist. So, und ich werde gleich erstmal, und auch untereinander müssen die durch diese Stutzen eben verbunden sein. Ansonsten lagern die nicht vernünftig. Und ich werde hier gleich erstmal ein paar Tanks bauen. Einfach, weil ich es kann. Und damit hier ordentlich viel Öl eingelagert wird. Es gibt auch Mods, mit denen man das Öl insgesamt wesentlich Platz sparen oder auch andere Flüssigkeiten wesentlich platzsparender lagern kann. Habe ich aber nicht installiert. Ist mir auch eigentlich relativ egal jetzt. Also das geht schon so, wie ich das hier mache. So, ich weiß nicht, ob ich hier... Ja doch, da müsste ich eigentlich genug Platz haben. Und hier sieht man, also das wird einige Zeit dauern, bis die Teile voll sind. Das verteilt sich auch nicht perfekt, aber es verteilt sich relativ gut jetzt hier auf diese ganzen Tanks. Und an Tanks sollte das erstmal reichen. Und das Schöne hier an dieser ganzen Sache, wie ich das hier gerade gebaut habe, ist einfach, naja, wenn ich irgendwie an die Tanks noch was anbauen muss, dann kann ich das einfach nach oben hin machen. Und da muss ich nichts anderes für abreißen. Das ist also, finde ich, gar nicht so schlecht geregelt. So, dann brauche ich für die Raffinerien gleich auf jeden Fall auch Strom. Ich werde mir deswegen auch gleich mal hier einen Strommast herholen. Ist der jetzt gerade? Der sollte schon gerade sein, also... Und dann baue ich mir hier gleich noch ein, zwei Lichtchen hin. Und baue mir auch noch gleich ein paar neue Lichter, so. Also jetzt brauche ich Raffinerien. Raffinerien habe ich, glaube ich, noch keine gebaut. Nee, habe ich zumindest keine im Inventar. Ich baue einfach mal drei Stück. Drei Stück ist schon relativ übertrieben, glaube ich sogar, für das, was ich hier damit anfangen möchte. Aber ich baue trotzdem einfach mal drei. Und die Raffinerien packen dann das Öl aus. Also spalten das Öl in seine Komponenten. Und das sind Leichtöle, Schweröle und ich weiß nicht, was das dritte ist. Auf jeden Fall kriege ich hier, ich meine, drei Produkte raus. Und die drei Produkte werde ich auch wieder jeweils in solchen Tanks lagern. Und zwar relativ viel. Man kann auch nachher noch mehr Rezepte für die Ölraffinerie. Und man sieht hier, also meine Forschung kommt gar nicht mehr voran. Das liegt halt daran, dass ich in der alten Basis überhaupt kein Eisen mehr habe. Da sollte ich vielleicht nochmal zwischen den Folgen vorbeifahren und zumindest die Eisenvorkommen so weit ausschöpfen, wie es möglich ist. Dass ich da vielleicht noch ein, zwei von den Electric Drills umplatziere irgendwie. Sonst ist es wirklich unschön. So, also hier habe ich eine Raffinerie. Hier kommen vorne die Produkte rein, also links jetzt in diesem Fall. Links die Rohstoffe rein und rechts die Produkte raus. So, und ich baue einfach mal hier. So, und die dritte ist noch gar nicht fertig. Na komm. So, ich baue hier einfach erstmal drei Raffinerien hin. Und es gibt von diesen, Moment, ich stelle hier einfach mal auf Basic Oil Processing. Genau, also es gibt hier das Schweröl, das Leichtöl und das hier ist, ich weiß nicht genau, wie das hier heißt, ob das Petroleum heißt oder so. Davon sind einige weniger brauchbar und die anderen mehr brauchbar. Und man produziert aber ein sehr schlechtes Verhältnis davon insgesamt. Man kann aber nachher noch etwas bessere Rezepte hier für die Raffinerie erforschen und kann dann die Komponenten noch weiter aufbrechen, so dass man mehr von dem hat, was einem tatsächlich nützt. Ist im Moment aber erstmal egal. Die Rezepte haben wir noch nicht und da brauchen wir, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir blaue Forschung dafür brauchen, um das tatsächlich dann noch zu erforschen. Aber ich brauche auf jeden Fall auch nochmal, ich brauche nochmal ein Rohr, so, ein Rohr oder zwei. Ja, hier würde ich sagen, machen wir das einfach mal so. Dann schließen wir das Ganze hier an.
Und ich meine, man muss nur eine von den Anschlüssen hier an der Raffinerie tatsächlich anschließen, aber ich werde einfach mal beide anschließen, damit nicht ein Anschluss hier einsam und alleine ist. So, und immer schön mit den Untergrundrohren, auch wenn es Ressourcenverschwendung ist, aber dann kann man hier wenigstens noch zwischen lang laufen. Das wäre sonst blöd. So, und dann baue ich hier, ja, ich baue einfach mal die mittleren Strommasten. Ich glaube, die kleinen haben gar nicht ein Kabel, was lang genug ist, dass ich die hier noch vernünftig verbinden kann, oder? Gerade mal gucken. Ach doch, das geht sogar. Na gut, dann nehme ich halt die kleinen. So, hier gerade einen großen Strommast dran. Möglichst so, dass der nicht nach da verbunden ist. Ja, okay, der wird sich verbinden, dann nehme ich halt einen kleinen Strommast. Und dann baue ich den hier gerade noch einen nach rechts. Damit es hier schön symmetrisch ist. Ich glaube, dann ist es hier. So, das ist so oder so nicht symmetrisch. Ja, das gefällt mir ja gar nicht. Das gefällt mir ja gar nicht, Freunde. Naja, ist ja auch egal. So, die Raffinerien laufen jetzt auf jeden Fall. Aber nicht sehr lange. Denn die Raffinerien produzieren hier ihr Zeug. Und solange auch nur eins von den drei Produkten übrig ist, produziert die Raffinerie nicht weiter. Das heißt also, wenn ihr hier zum Beispiel irgendwelche Fabrikanlagen dranhängen, die nur Schweröl verbrauchen, dann wird das euch nicht viel bringen. Weil das Schweröl wird erstmal abgenommen, das was hier von der Fabrik produziert wurde, oder von der Raffinerie produziert wurde, aber dann produziert die Raffinerie nicht weiter, weil das Leichtöl und das Petroleum, was ja auch noch produziert wurden, die warten noch darauf, abgenommen zu werden. Und das Schweröl ist schon verbraucht, aber die Raffinerie macht halt nicht weiter, weil Leichtöl und Petroleum noch da sind. Und das ist natürlich totaler Mist. Was ihr da machen könnt, ist einmal, ihr könnt das Ganze zu Blöcken verarbeiten. Moment, ich baue gerade mal eine Fabrik hier hin, um die Rezepte zu zeigen. Ihr könnt die ganzen Sachen hier zu Solid Fuel verarbeiten. Und zwar sowohl das Leichte als auch das Petroleum als auch das Schweröl. Und das ist dann wieder was keine Flüssigkeit ist. Und damit könnt ihr auch eure Kraftwerke zum Beispiel betreiben oder eure Loks betreiben. Und alles betreiben, wofür man Fuel braucht. Was ihr noch mit dem Schweröl machen könnt, ihr könnt es in... Ich glaube, ich habe die noch gar nicht erforscht. Nee, habe ich nicht. Es gibt Flammenwerfertürme, da könnt ihr das Schweröl reinleiten. Und müsst aber aufpassen, das macht nämlich wirklich Brände. Wenn ihr hier die Wälder ansteckt, dann brennen die Wälder halt ab. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Und es gibt noch eine Möglichkeit, also ihr könnt... Ihr könnt noch eine bessere Möglichkeit des Oil Processing erforschen. Dann könnt ihr noch eine weitere Raffinerie dahinter schalten und könnt dann das nochmal aufbrechen. Aber ich weiß nicht mehr was. Ich glaube, ihr könnt das Schweröl in Leichtöl aufbrechen. Aber das muss ich nochmal sehen, wenn es dann soweit ist. Das dann sehr viel hilfreicher ist. Was ich jetzt erstmal machen werde, ist, ich werde die überflüssigen Flüssigkeiten erstmal in Tanks speichern. Und ich habe ja eine Mod installiert. Welche Mod ist denn das? Oder habe ich die Forschung dafür schon gemacht? Ich hoffe mal, ich habe die Forschung dafür schon gemacht. Ich sehe nämlich... Ah, doch, hier sind die. Ich habe hier diese Gas Vents und Flare Stacks. Genau, Flare Stack heißt, glaube ich, die Mod. Ich kann die überflüssigen Produkte, kann ich ganz einfach abfackeln. Denn auch wenn ich hier natürlich die Tanks baue... Dann ist auch wieder klar, wenn der Tank erstmal voll ist, auch dann produziert die Raffinerie nicht weiter. Was ich also machen kann, ist, das werde ich auch in der nächsten Folge dann gleich zeigen. Ich baue hier einfach ein paar Tanks hin. Und in dem Moment, wo die Tanks voll sind, da werde ich mit einem Überdruckventil, genau mit so einem hier, das werde ich da hinbauen und dahinter werde ich so ein Flare Stack setzen. Und das heißt, wenn der Tank vollgelaufen ist, dann produziert die Raffinerie lustig weiter, aber alles, was sie halt überflüssig produziert, was auch nicht mehr da reinpasst, das wird halt abgeflammt. Und ja, das werde ich dann in der nächsten Folge bauen. Vielleicht sehen wir uns ja auch dann wieder und bis bald.